Roman Bürki, die Tinte ist erst seit 5 Minuten trocken. Herzlich willkommen beim Sportclub Freiburg. Gutes Gefühl? Danke vielmals. Ja, ich freue mich extrem. Es ist ein weiterer Schritt in meiner Karriere, ein weiterer Schritt nach vorne. Und ich freue mich sehr auf die Zeit in Freiburg. Was hat dich beim Sportclub überzeugt? Was weißt du über Freiburg? Ja, erstens, ich habe wirklich nur Positives gehört über die Stadt, über den Club und ja, auch das Interesse. Ich habe mich wirklich von Anfang an sehr wohl gefühlt und auch wie ich hier empfangen worden bin. Die Leute waren sehr freundlich und die Umgebung passt. Ich freue mich wirklich sehr. Haben die Schweizer Nationalmannschaftskollegen Admir Mimedi und Gelson Fernandes auch schon ein bisschen was erzählt? Wir hoffen natürlich nur Gutes. Ja, in der Tat. Ich habe mit beiden gesprochen und sie haben wirklich nur Gutes erzählt. Und es ist für mich sicher auch wichtig, dass ich aus diesem Umfeld, aus dem näheren Umfeld, nur Gutes gehört habe von Admir und von Gelson. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass es geklappt hat. Jetzt geht's Schlag auf Schlag für dich. Am Montag geht es bei der Nationalmannschaft weiter und dann bald steht auch schon die Abfahrt zur WM nach Brasilien an. Was dürfen wir dort von der Schweiz erwarten? Ja, ich hoffe natürlich das Maximum. Wir werden alles geben, uns sehr gut vorbereiten in Luzern. Und ja, wie gesagt, dann geht es ab nach Brasilien und wir hoffen, dass wir dort ein gutes Turnier spielen können und die Leute überraschen können. Nach der WM werden dir dann sicherlich noch ein paar Tage Urlaub gegönnt und dann geht es auch schon mit dem Training in Freiburg los. Was möchtest du in der kommenden Saison mit Freiburg erreichen? Ja, ich möchte natürlich dem Club helfen, dass wir eine gute Saison spielen können, eine konstante Saison spielen können und natürlich schöne Zeiten erleben dürfen in der Bundesliga. Ja, das war jetzt schon mal 1A Hochdeutsch. Vielleicht noch ein paar Grüße an die Fans auf Schweizerdeutsch. Ja, hallo Fans von Freiburg, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, das mit dem Wechsel und ich freue mich sehr auf der Magisolar Arena Stadion. Bis dann.